Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Mal reingeschnuppert hier bei Heisenberg zockt. Tannenberg heißt das Spiel, das ist der Nachfolger von Verdun. Davon gibt es ja auch Videos auf dem Kanal, zwei Stück müssen das sein. Das ist glaube ich 2-3 Jahre her und jetzt ist halt frisch erschienen eben Tannenberg, der Nachfolger. Ist das gleiche Entwicklerstudio und auch hier wird sehr viel Wert auf Realismus gelegt, also was die Waffen angeht, was die Gebiete angeht, die Maps etc. Man hat Wetterwechsel etc. Und ja, das Ganze funktioniert mit bis zu 64 Spielern. Und das Coole ist, wenn da mal ein Server nicht voll ist, dann wird der von KI-Bots aufgefüllt. Das heißt, man kann eigentlich mehr oder weniger immer spielen. Gut, ich würde sagen, wir spielen mal, wo wir es doch gerade vom Spielen haben. Wir machen ein Manöver. Wir machen jetzt möglichst schnell. So, damit wir eben wirklich auch was vom Spiel sehen. Ich bin mal gespannt, wie es ist. Es soll sehr ähnlich sein wie Verdun. Also wenn man Verdun mag. Also das Ganze ist, ja, eher hardcoreig, sprich ein Treffer, ein fetter. Und ja, dann liegt man dann so da, so wie die Herren gerade hier. Aha, okay, was muss ich tun? Gar nichts, ich glaube es lädt gerade. Muss ich irgendwo klicken? Dann klicke ich irgendwo. Ist kein Ding. Ich bin ja nicht so. Da ist er ja, guck mal, Heisenberg zockt. Das müsste wahrscheinlich unsere Squad sein. Aha. Okay, und nu? Einfach mal Spiel. Moment, ach, da oben. Nee, es startet in 10 Sekunden, okay. Es lädt gerade noch. Galizien oder Rumänien? Ach, ist gerade ein Neubeginn? Okay, ich würde mal sagen, ja, Rumänien wurde eh gerade angenommen. Da kann man immer zu Beginn abstimmen, wo man gerne hin möchte. Die rumänische Front. Ja, sicher in der Realität barbarisch. Anders kann man das gar nicht sagen, aber ja, in einem Spiel halt natürlich einfach, ja, wahrscheinlich sehr cool, sehr nett, da das doch relativ authentisch ist, das Ganze. Jetzt wartet der Server, bis genügend Spieler kommen und wenn das nicht der Fall ist, dann wird eben mit KI-Bots aufgefüllt. So, wir sind im Spiel drin, beziehungsweise nochmal 10 Sekunden warten. Da wird noch irgendwie was nachgerechnet. Gut, ich muss sagen, Verdun, da bin ich nie so wahnsinnig richtig reingekommen. Da hat mir auch ein bisschen die Zeit gefehlt, aber ich bin ein ganz alter Arma-Veteran und Operation Flashpoint gehört definitiv zu meinen Lieblingsspielen. Also so ganz fremd ist mir diese Art von Spiel dann doch nicht. Aber ich nehme mal an, wir werden jetzt hier, muss mal gucken in der Steuerung, ja, primär wahrscheinlich sehen, wie man stirbt. Apropos, ja, wo ist der Feind? Wir kommen. Können wir ja schon rüber? Offensichtlich ja. Man sieht grafisch, es sieht cool aus, würde ich mal sagen. Es ist nicht State-of-the-Art-Grafik, aber es ist coole Grafik. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo der große Unterschied ist zu Verdun, weil das sah eigentlich auch schon gar nicht mal so verkehrt aus, würde ich behaupten. So, wir laufen immer noch. Wir laufen relativ lange. Da unten links haben wir die Map und jetzt höre ich bereits die ersten Schüsse. Und so wie es aussieht, hat man auch ein System von wegen Ermüdung, weil ich kann gerade nicht mehr rennen. So, müssen wir aber auch nicht, weil jetzt kommt hier hinten, glaube ich, feindes Land dann langsam. Aber solange der vor uns noch läuft, kann es nicht so schlimm sein. Da, die sind mit blauen Dingens über der Rübe, das heißt, das sind Freunde. Jetzt wird aber geballert. Wir gucken mal. Da oben ist einer. Der ist sogar mit einem Punkt sogar gekennzeichnet. Warum, weiß ich nicht. Ich glaube, das kann man machen. Habe ich ihn erwischt? Minus 10 stand da. So, das ist natürlich irgendwie schwierig zu erkennen, was da vorne ist. Das erinnert mich tatsächlich an Arma oder eben Operation Flashpoint. Ich habe mal einen Kumpel, der hat dazu gesehen und gesagt, mein Gott, wie soll man denn hier überhaupt erkennen, wer ein Feind ist? Es ist natürlich nicht irgendwie so ein Call of Duty, zumindest nicht ein altes. Bei den alten war es tatsächlich immer relativ einfach herauszufinden. Wer ist hier Feind, wer ist hier Freund? Das ist ein Freund, der hat einen blauen Punkt auf dem Kopf. So, wir düsen mal nach hier. Ich bin ein Freund von Deckung. Also ich bin keiner, der irgendwie da einfach reinrennt, sondern ich möchte tatsächlich mich ein bisschen in Sicherheit wiegen. Ihr seht das eh schon, das ist kein Rushen. Oh, oh, Moment, da kommen Schüsse. Schnell weg. Ich sehe noch keinen Feind. Oh, ja, jetzt geht's aber schon los. Das war bereits ein Treffer und schon wurde nur getötet von Emil Pankow. Wie unschön. Nein, sowas macht man doch nicht. Gut, aber das Spawn geht eigentlich relativ schnell. Das sieht man hier.
Warten, wieder Einstieg und zack, sind wir schon wieder drin. So, das ist also keine große Strafe. Wenn man stirbt, da kann man jetzt geteilter Meinung sein, ob das gut ist oder schlecht ist. Als Operation Flashpoint. Das ist, glaube ich, ein Feind. Ja, man müsste ihn vielleicht noch treffen. Oh Gott, wie kann man denn... Ah! Okay, der läuft einfach mal an mir vorbei und erwischt mich. Ich habe gesagt, primär werden wir wahrscheinlich sehen, wie ich hier sterbe. Ich habe natürlich auch keine Übung. Ich kenne die Map nicht. Das sind alles Sachen, die spielen da natürlich rein. Wie gut man ist, wenn man die Map kennt. Ja, ganz klar, dann hat man natürlich auch einen gewissen Vorteil. Aber das war jetzt eher Panne. Wenn der schon da steht, wie auf dem Präsentierteller, dann darf man den natürlich eigentlich auch relativ gerne töten. So, aber das Spiel erschien heute. Also ich hatte gar nicht die Möglichkeit, da schon viel zu üben. So, jetzt mal gucken. Das müsste eigentlich ein Feind sein. Ja, man müsste ihn noch erwischen. Wir rennen mal nach vorne, gehen in Deckung, denn ich höre schon wieder Schüsse, die um meinen Kopf rumpeitschen. Das ist natürlich auch etwas von wegen Übung. Irgendwann hat man... Oh, das ist natürlich irgendwie eine moralisch fragwürdige Deckung, aber okay. Ich wollte gerade sagen, irgendwann hat man natürlich auch ein Gespür dafür, wo ist der Feind und so weiter. Wie sieht der überhaupt aus? Weil im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, oh, ja. Okay, ich finde die Feinde schon. Das Problem ist, ich finde sie immer erst, nachdem ich eine Kugel im Kopf habe. Und das ist nicht ganz im Sinne des Erfinders. Okay. Na, wieder Einstieg. Wir steigen. Jetzt wurden wir, glaube ich, sogar wieder ein bisschen zurückgesetzt. Aber das sind eigentlich keine großen Dinge. Wobei, guck mal, der mit dem grünen Punkt da. Das war nicht ein Feind. Das ist, glaube ich, sogar unser Chef hier. Weil man hat einen Squad-Leader. Drücke Left Shift, um zu sprinten. Das ist mir alles klar. Die Grundlagen sind mir definitiv klar. Okay, ich deute mal diesen Schrei als eher... Ja, ist wohl nicht mehr lebendig. Ich glaube, wie soll ich sagen, respawnen bzw. wiederbeleben kann man die Leute, glaube ich, nicht. Das ist auch ein Freund. Und es gibt, wie gesagt, ganz viele verschiedene Maps und alle irgendwie mit realistischem, historischem Hintergrund. Da oben, das sind wieder unsere. Das sind nämlich blaue Punkte. Aber da müsste doch... Ist das ein Feind da? Der so ein Zeichen da hat? Oder was heißt das da oben? Dieses Symbol mit dem Auge, das müsste einfach irgendwie heißen. Keine Ahnung, sieht uns der? Jetzt kommen noch Flugzeuge. Das kenne ich noch von Verdun. Da haben dann auch plötzlich irgendwie Granaten bzw. Bomben etc. eingeschlagen. Das da vorne müsste wieder das Squad Leader sein. Ich deute das jetzt ganz einfach mal, dass das das Squad Leader ist. Oh, sehr schön. Schützengräben. Mag ich. Ich mag Schützengräben. Spätestens seit, ja, Call of Duty, Medal of Honor ganz früher. Das ist natürlich schon eine Weile her. So, vielleicht jetzt mal noch ein Feind. Wenn wir schon mal gerade im Schützengraben sind. Was ist das da für ein Zeichen? Ich schieß mal drauf. Ja, das gehört natürlich auch noch... Bist du ein Feind? Nee, du hast einen blauen Dingens. Ich wollte gerade sagen, das gehört natürlich auch dazu, dass man irgendwann dann nach einem gewissen... Nach einer gewissen Zeit, wo man gespielt hat, dann natürlich einfach instinktiv weiß, was die Zeichen bedeuten. Ich weiß primär, was es heißt, wenn eine Kugel an mir vorbeizischt. Das heißt nämlich Deckung. Kommen die von da unten oder kommen die von hinterm Hügel? Also einen möchte ich dann schon mal noch erwischen. Das wäre mal noch ein neues Feeling, wenn man irgendwie... ja. Wie soll ich sagen? Das Glücksgefühl hat nicht weiter vorrücken, okay? Das Glücksgefühl hat, dass man eben auch mal noch eintrifft. Uiuiui. Zack, okay. Das war irgendwie eine Granate oder was? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich frage mich immer noch, wo die Feinde sind. Plötzlich sind sie dann alle wieder da, dann ist man tot. Nein, der ist blau. Also ein Freund. Wir können natürlich mal ein bisschen denen folgen. Das ist vielleicht auch eine Idee. Die wissen vielleicht halbwegs, wo wir hin müssen. Ja, die Schüsse höre ich, also irgendwas ist los. Das ist natürlich ein relativ taktisches Spiel, das muss man auch sagen. Also, wenn man da raus hat, wie das genau funktioniert mit den Klassen und hier mit Kollege Squad Leader, wenn das denn ist, dann macht es natürlich auch noch mal eine Runde mehr Spaß. Weil jetzt im Moment bin ich natürlich einmal am gucken, wie das Ganze funktioniert. Das sieht man ja. Es funktioniert so, dass wenn man eine Kugel in den Kopf kriegt, dass es vorbei ist, dann gibt es nichts mit Lebensanzeige, die runtergeht. Oh, das ist ja schick. Was ist das denn hier Schönes? Kleines Maschinengewehr. Ich schieß auch mal. Kann nicht schaden, dann fällt man da oben auch nämlich eh ein. Dann fällt man nicht negativ auf. Ich nehme mal an, es gibt Feindgeschütz. Das heißt, ich könnte den hier jetzt erschießen. Das wäre natürlich nicht wirklich cool.
Da hinten rennt einer. Okay, man sieht dann doch. Halbwegs sieht man, wenn einer irgendwie. Oh, Tag, Kollege. Warum hat's dich erwischt? Okay, ich höre schon wieder Schüsse, die an meiner Rübe vorbeizischen. Aha, ich glaube, den hat's erwischt oder ist er weggegangen? Kann ich hier auch? Ich kann. So, dann lass mich mal gucken. Ups, man müsste irgendwie. Ah, okay. Das ist schon nicht ohne. Aber das ist natürlich genau der Reiz des Spiels. Es ist halt alles andere als einfach. Man muss sich da tatsächlich reinfuchsen. Und also das kann ich versprechen. Wenn einem die Art von Spiel gefällt, dann hat man hier mit Sicherheit sehr viel Freude dran, sobald man richtig rausgefunden hat, was es zu tun gibt. So, ein Feind habe ich gesagt. Oh, ein Feind habe ich gesagt, möchte ich noch haben. Ich gehe erstmal weg. Das ist mir hier zu laut. Das geht einem ja auf die Ohren. Das ist wieder ein Blauer, das ist wieder einer von uns. Warum sehe ich denn die Feinde immer erst, wenn sie uns erwischt hat? Das ist doch irgendwie nicht wirklich okay. Ich mache mal einen auf Rennen. So, ist ein bisschen irgendwie für meinen Geschmack zu frei hier rumgelaufen. Da vorne ist doch einer, ich habe ihn doch gesehen. Hinter dem Stein. Ja, wenn wir jetzt bei PUBG wären, dann würde ich ihn wahrscheinlich flankieren. Aber hier flankieren, wenn man so viele Gegner hat. Ne, das ist auch ein Blauer. Dann ist wahrscheinlich flankieren nicht unbedingt eine gute Taktik. Sondern eher, ja, wahrscheinlich tatsächlich im Prinzip einfach den Freunden folgen und gucken, wo die hinrennen. Man hat ja nicht umsonst einen Squad Leader. Also das macht dann eben schon auch Sinn, dass man natürlich dem ein bisschen folgt. Ich würde jetzt aber mal so als alter Operation Flashpoint-Veteran sagen, das ist nicht ganz so clever, hier den Berg hoch zu rennen. Weil, ist ganz klar, von oben hat man immer einen Vorteil, wenn man von oben schießt oder von oben kommt. Aber okay, der vor mir läuft noch, das heißt, bis hierhin ist es okay. Wenn der umfällt, dann müssen wir in Deckung gehen. Das ist auch ein Kumpel. Da hinten ist wieder ein blauer Punkt. Okay, der weiß, glaube ich, auch gerade nicht so genau, was er tun soll. Wir folgen. Okay. Er düst weiter. Wir düsen auch weiter. Da lassen wir uns gar nicht aufhalten. Da kommt wieder ein Flugzeug. Guter alter Doppeldecker, da rennt einer. Ha! Okay, den ersten haben wir. Puh, das war aus der Hüfte. Cool. Nicht weiter vorrücken oder sie werden exekutiert. Okay, okay, wir düsen wieder zurück. Sorry, wollte ich gar nicht. Wir sind immer noch irgendwie zu weit vorn, kann das sein? Ich düse mal nochmal hier her zurück. Oder wo ist weiter vorrücken? Da unten ist die Map. Ja, jetzt sind wir wieder sozusagen in unserem Bereich. Unten links, da sieht man, also in den roten Bereich dürfen wir gar nicht. Warum auch immer? Das ist wahrscheinlich eine. Oh, eine Entscheidung. Oh, ein Pferd. Oh, tot. Da hinter uns. Das ist wahrscheinlich eine Entscheidung vom Squad Leader. Wie groß im Prinzip dieser Bereich ist, wo man rein darf und wo nicht. Gut, aber einen haben wir erwischt. Ich gehe mal davon aus, das war ein Feind, weil sonst hätte es bestimmt eine Meldung gegeben. Was fällt dir ein? So, nee, da hatte der gute Mann hatte auch kein Licht irgendwie. Also Licht. Das ist ja kein Licht, das er auf dem Kopf hat. Nein, dieses blaue Zeichen halt. So, wir düsen mal. Ich muss natürlich tatsächlich auch mehr auf die Map gucken, da unten links. Weil ich gehe schon mal davon aus, dass im roten Bereich eben die Feinde sind. Aber man sieht nichts. Ich sehe sie nicht. Es ist auch irgendwie völlig dunstig. Ist vielleicht nicht unbedingt die beste Map, um anzufangen, wenn man eben nicht richtig erkennt, wo Kollege Feind ist. Ich würde mal sagen, wir machen das hier mal nochmal. Oh. Ah, ja, man sollte nicht daneben schießen. So, ich gucke mal, ob ich eine andere Map finde. Beenden, okay. Spiel beenden. Nein, ich möchte eigentlich nur hier raus. Nochmal Escape. Ja, da müsste man jetzt wissen, wie man hier vernünftig rauskommt. Fortfahren, Punktetabelle, Truppoption. Machen wir beenden. Okay, dann sind wir hier. Jetzt aber nicht das ganze Spiel beenden. Das tut nicht Not, dankeschön. Dann machen wir hier Spielen, Manöver. Und dann hoffen wir mal, dass wir irgendwie eine andere Karte kurz bekommen. Jetzt spielen. Okay, wir treten bei. Wieder rumänische Front. Jetzt müsste es uns doch eigentlich irgendwo anders reinballern. Hoffe ich doch mal schwer.
Es lädt. Okay, aber irgendwas macht schon Geräusche. Das war vielleicht mal nicht die rumänische Front, sondern irgendwie... Wo sind wir jetzt gelandet? Irgendwie, wo man ein bisschen mehr sieht. Ja, das ist doch mehr oder weniger genau. Ja, ist genau die gleiche Map. Das ist wieder so dunstig. Muss mal schnell gucken bei den Optionen. Haben wir hier irgendwie bei der Grafik, haben wir eigentlich alles auf hoch. Gibt es hier sowas wie Gamma? Nein. Bildschirmskalierung? Nein. Ich möchte eigentlich hier diesen Fork ein bisschen weg haben. Schärfentiefe, Blumen, das ist alles Käse. Gefällt mir gar nicht. Blut niedrig. Nee, das muss auch nicht sein. So, gut. Machen wir halt nochmal so. Und jetzt unten gucken. Da ist eigentlich nichts. Okay. Oben sehen wir noch die Zeit, die abläuft. Okay, das heißt, das Ganze ist noch zeitgebunden. Da vorne ist einer. Ich weiß nur nicht einmal mehr, ist das Freund oder Feind? Nee, das war Feind. Ich wollte auch gerade ziehen. So, einen mache ich noch. Man sieht schon, es macht schon Spaß. Auch wenn ich natürlich jetzt hier nicht wirklich auf den grünen 2 komme. Aber das habe ich ja erklärt. Dafür ist das Ganze immer noch zu früh. So ein Spiel, das muss man schon mal. Vielleicht einen Abend oder zwei. Oh, Gasattacke, kann das sein? Habe ich irgendwo... Atemschutzmaske. Oh, ob das noch reicht? Oh. Ne, wir wurden, glaube ich, erschossen. Also, kann das sein, als wir die Atemschutzmaske aufziehen wollten. Okay. Wir gucken mal, ob wir woanders spawnen. Ja, eben mal einen Abend spielen oder zwei. Kann ich da oben auch spawnen? Spawn became invalid. Das ist natürlich schlecht. Okay, machen wir eben wieder hier. Wieder Einstieg. Muss ich immer noch Gasmaske? Nein, das sieht eigentlich relativ gut aus. Was die Atemluft angeht, es ist halt wie gesagt sehr diesig das Ganze. Und ich glaube nicht, dass das das Spiel ist, was das so macht, sondern es ist halt eben dieses Wetter. Dieser Wettereffekt, der da drin ist. Von daher, ja, ich würde gerne mal noch eine Map sehen, wo nicht so Nebel ist. Aber werde ich mit Sicherheit auch noch, weil es doch relativ viele Maps gibt anscheinend. Habe ich zumindest gelesen. Truppeneinstieg plus 5. Aha, jetzt sind wir wohl... Echt jetzt? Aha, Niederlage. Okay, wir wurden nicht gekillt, sondern... Ja, wir haben soeben die ganze Schlacht verloren, so wie es aussieht. Der Feind hat alle. Ja, okay, er hat alle. Wir beenden nochmal. Und mit eurer Erlaubnis werden wir doch nochmal kurz irgendwo reingucken. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ja, Manöver ist schon nicht verkehrt. Dass man jetzt irgendwo woanders mal spielen könnte. Germany geht nicht. Polen. Okay, jetzt spielen. Mal gucken, was die für Wetter haben. Jetzt sind wir aber wieder in Rumänien. Was muss ich denn da genau einstellen? Naja, auch das findet man wahrscheinlich relativ einfach raus. Hocken und hinlegen. Erhöht ihre Genauigkeit beim Schießen. Genau, das ist natürlich auch alte Operation Flashpoint Arma Schule. Das war da auch so. Gut. Ich hoffe, es ist eine andere Map. Das ist eine andere Map. Okay, das ist doch schon mal schön. Die Region Dobrucha. Okay, Schwarzes Meer. Schwere Kämpfe zwischen russisch-rumänischen Truppen. Man kann natürlich auch, wenn ich das richtig verstanden habe, sämtliche Länder spielen. Also mehr oder weniger zumindest, die hier involviert waren. Und das waren ja doch ein paar. So. Wir warten. Runde startet in 4, 3, 2, 1. Und jetzt mal gucken, ist es hier auch so diesig? Oder haben die ein bisschen besseres Wetter? Das ist auch irgendwie... Auch eher diesig, sag ich mal. Okay. Ist natürlich jetzt keine Battlefield 5 Grafik. Das ist relativ schnell zu erkennen. Das tut aber auch nicht Not. Ein gutes Spiel lebt nicht nur von sehr guter Grafik, sondern eben auch davon, wie es sich spielt. Vom Gameplay halt. Und das macht hier eigentlich einen relativ guten Eindruck, muss ich sagen. Viel mehr Spaß macht das Ganze natürlich sowieso im Bunde, mit Freunden etc. Und eben, wenn man halt eine Squad hat und weiß, wer zu dieser Squad gehört, das ist bei mir immer noch ein bisschen Rätselraten. Wie gesagt, der Mann da vorne mit dem grünen Dingens, ich gehe mal davon aus, das ist der Squad-Leader. Und jetzt habe ich hier wieder Ermüdungserscheinungen. So, einmal hin und her wackeln und gucken, wenn wir auf die Map schauen. Wir müssen hier eigentlich noch ein, zwei Meter laufen können. Und jetzt geht das Geballer los. Wir gucken mal. Sehe ich irgendwas? Wir haben eine wichtige Stellung erobert. Okay, das ist schon mal vernünftig. Mal gucken. Nein, da ist keiner. Wir folgen mal wieder.
Wir folgen mal ihm hier. Der hat nicht umsonst den grünen Punkt. So, da ist keiner. Ja, im Schützengräben drin hat man halbwegs Schutz. Wollte ich auch gerade. Ja, der hat die Pistole. Wahrscheinlich im Schützengraben drin ist es tatsächlich cleverer, mit der Pistole zu arbeiten. Ich wollte gerade gucken, ob ich da irgendwas looten kann. Das sieht aber nicht so aus. Das sind wieder blaue. Oh, was war das denn jetzt? Wurden getötet von Deck Mihai. Jetzt wäre es noch cool, wenn man wüsste, von wo das kam. Ja, wahrscheinlich von hinten, wie meistens in diesen Spielen. Gut, liebe Freunde, das war's mit Tannenberg. Ich hoffe, ich konnte euch einen Ersteindruck vermitteln. Mir gefällt das Spiel relativ gut. Das ist sicher etwas, was man öfter spielen kann, wenn man eben einen Flair hat für diese Art von Spiel. Und ja, ebenso als Operation Flashpoint Armazocker, ja, habe ich nicht viel Mühe, mich mit so einem Spiel anzufreunden. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich in einem anderen Video wieder mal. Macht's gut. Bis denne. Tschüss.